Wir wollen gegen Spanien gewinnen. Und deshalb, das müssen wir gewinnen. Das ist die Aufstellung von Jimmy Hartwig. Das wollen wir uns mal genauer angucken. Also Jimmy, ja, die sieht ja schon ein bisschen anders aus als die, die der Bundestrainer gestern aufs Platz geschickt hat. Ich glaube, der Bundestrainer wird auch an der Stelle wie ich. Aber das ist, wäre mein Gefühl, Klostermann, Kehrer, Rüdiger, Raum. Die Abwehr, die, glaube ich, die werden zusammenpassen. Klostermann ist einer, der am Mann ist. Hat keine Schmerzen, der geht nach vorne, ist sehr angriffig und geht zurück und marschiert 90 Minuten. Hat man ja gesehen in Leipzig, wie gut er ist. Dieser junge Mann hat ständig gespielt, auf einmal spielt er nicht mehr beim Trainer. Weiß nicht, ob er schlechte Trainingsleistung gehabt, den werde ich spielen. Rüdiger ist gesetzt, er kann es, wenn er nicht anfängt zu zaubern, diese Dinger zu machen. Raum, nochmal eine Chance geben, er hat gut gespielt. Aber Gündogan hast du jetzt rausgenommen, ich meine Manchester City, Entschuldigung. Ja, das ist mir wurscht, wo der spielt, er hätte auch in Bagdad spielen können, das ist mir wurscht. Der muss für die deutsche Nationalmannschaft gut spielen. Wo der spielt, in welchem Verein, interessiert er. Hier wird für Deutschland gespielt und nicht für Barcelona und nicht für die deutsche Nationalmannschaft, Adler auf der Brust, hier geht die Party los. Musiala, der Junge, der wird da 100% ein Tor machen. Ob es langt, weiß ich nicht. Kimmich wird sich jetzt mal ein bisschen wieder an sich selber arbeiten. Gnabry weiß auch, was er für ein Blödsinn gespielt hat. Der wird auch kommen. Mein Dortmunder Spieler, Mokoko, wird auch. Das ist ein guter, der ist gut, der ist ja, jetzt die, hungrig. Die Abwehr von Dortmund mit Süle und Schlotterbeck, die hast du ja mal schön entsorgt. Der ist gut. Ich soll ein bisschen Urlaub machen. Ich soll am Strand gehen und schwimmen gehen. Goretzka wird auch jetzt, ist auch so Spieler. Jetzt musst du aufpassen mit dem Spiel, weil das wollte ich gerade weitergehen, da wollte ich mal sagen, jetzt sind sie alle weg. Nee, pass mal auf, was du jetzt bekommst von mir. Guck mal, jetzt hast du sie hier, so schön auf der Wand. Das ist doch, da sind sie alle aufgebaut. Das genau, die Spieler. Wie ja, hast du das gemacht? Das ist Technik, ja, das ist das Schöne. Ich überrasche dich immer wieder, weil Füllkrug, vielleicht noch ein kurzes Wort zu Füllkrug. Ja, guck dir mal den Brescher an. Der hat keine Angst, der steht da vorne, wenn die Spanier kommen, der kann dagegenhalten, als hätte er Ochsenblut gezogen. Ich glaube, das ist so ein Typ ist das. An den kannst du dich hochziehen, weil der will gewinnen. Der will Siege haben. Sieht man in Bremen, wie er arbeitet, wie er nach vorne geht, wie er die ganze Mannschaft mitnimmt. Solche Spieler brauche ich jetzt. Ja, und wir wollen der Mannschaft mal ein bisschen drohen, weil wenn sie das nicht hinkriegen sollten, dann haben wir einen Spieler, den wir gerne nachnominieren würden. Und das ist natürlich ein ganz besonderer. Freunde. Tja, da ist er. Jimmy Hartwig, wir haben ihn noch mal ein bisschen verjüngt. Ne? Also das müsste für die Mannschaft da jetzt tatsächlich Auftrieb sein. Jimmy Hartwig. Ich würde sagen, wenn sie so spielen würden, wie der in seiner Zeit gespielt hat. Anpfiff, 3:30, Abpfiff, 4:45. Ich bin runtergegangen, aber ich habe gesagt, ich habe heute nicht so gut gespielt, aber ich habe alles gegeben. Ich habe gekämpft, ich habe das und das getan. Das ist Fußballgröße. Nehmt euch mal ein Beispiel an diesen Typ vor ein paar Jahren. Da gibt es nicht mit Aua hier, Aua da. Nein, deutscher Adler, deutscher Sieg, wer das nicht gemacht, gibt es Bangladesch. Wenn das keine Motivation ist. Aber Jimmy, was uns ja noch aufgefallen ist, und das möchten wir auch mal kurz zeigen, das war wirklich ein interessantes Spiel. Die Japaner haben gewonnen, wir haben die Freude gesehen und alles. Und hier, aber danach, die Fans, die haben ihren Stadionblock aufgeräumt. Das ist also, das kennen wir überhaupt nicht in Deutschland oder in Europa. Das ist sensationell, oder? Die Japaner, das ist so ein Vorzeige. In Japan gibt es, siehst du, keine Mülltonne stehen auf der Straße in Tokio und überall. Die haben zu Hause einen Tag, montags gibt es diesen Gießenmüll, Dienstag, da gehen die Leute hin. Wenn das Falsche vor der Tür steht, wird es gar nicht mitgenommen. Die sind erzogen worden, positiv erzogen worden. Schau den Umkleideraum an. Das ist die Kabine, das ist die Kabine auch. Die Mannschaft selbst hat da aufgeräumt. Können wir mal einen Umkleideraum zeigen von den Deutschen? Oder von den Spaniern? Ja. Lieber nicht. Aber guck mal hier, das widerspiegelt den Charakter dieser Menschen. Das ist schön. Ich bin als Gast in diesem Umkleideraum. Und ich bin hier reingekommen und der Umkleideraum war aufgeräumt und sauber. Und genau so verlasse ich den Umkleideraum. Und das ist eine Einstellungssache. Und das, was du da machst, überträgst du auch aufs Fußballfeld. Ein wunderbares Schlusswort von unserem WM-Experten Jimmy Hartwig. Und die deutsche Mannschaft, die ist jetzt gefordert. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.
Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.